Bärenruhmtopf. FÜR 700 ml Zubereitungszeit, 10 bis 15 Minuten Aufwand, Stern. Der Ruhmtopf hält sich auch nach der Marinierzeit noch mehrere Wochen und kann gut zu verschiedenen Desserts wie Schokomousse, Eis oder Aufläufen serviert werden. In dekorative Gläser abgefüllt, wird er zu einem idealen Geschenk. Zutaten: 150 Gramm Bofrost-Stern feine Obstmischung, 70 Gramm Bofrost-Stern Himbeeren, 70 Gramm Bofrost-Stern Erdbeeren, 70 Gramm Bofrost-Stern Heidelbeeren, 120 Gramm brauner Zucker, 300 ml Rum, 40% oder 54%. 1. Die gefrorene Obstmischung und die gefrorenen Beeren in einer Schüssel mit braunem Zucker und dem Rum vermischen. 231. 2. In verschließbare Gläser füllen, am nächsten Tag etwas schütteln und den Ruhmtopf erstens Woche im Kühlschrank ziehen lassen. Gebratene Birnen und Zwetschgen. Für die armen Ritter: 2 Bofrost-Sternbutterhefezöpfe, 120 Gramm Hofäppel, Pflaumenmus, 100 Gramm Zucker, 1/4 TL Zimtpulver, 3 Eier, 170 ml Milchmark von 1/2 Vanilleschote, ersatzweise etwas Vanillezucker, Butterschmalz zum Ausbacken. Für die Birnen und Zwetschgen: 1 reife, feste rotbackige Birne, 150 Gramm Zwetschgen, 1 EL Puderzucker, 1/4 Vanilleschote, 1 Splitter Zimtstange, 1 Scheibe Ingwer, 1 Streifen unbehandelte Orangenschale, 80 ml roter Portwein, 1 EL kalte Butter, 4 bis 6 Kugeln Bofrost-Stern. Walnuss-Eiscreme. Für die armen Ritter: den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Die Hefezöpfe auf mit Bofrost-Stern-Dauerbackfolie belegte Backbleche legen und 20 Minuten bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Etwa 20 Minuten im Ofen auf der untersten Schiene goldbraun backen. Anschließend abkühlen lassen. 2. In der Zwischenzeit für die Birnen und Zwetschgen: die Birne waschen, vierteln, entkernen und in schmale Spalten schneiden. Die Zwetschgen waschen, halbieren und entkernen. 3. Die Hefezöpfe jeweils in etwa 12 dünne Scheiben schneiden. 12 Schei unbekanntes Zeichen Ben mit Puffedel bestreichen und jeweils eine Scheibe darauf legen, so dass 12 arme Ritter entstehen. Zucker und Zimt vermischen und in einen tiefen Teller geben. Die Eier mit der Milch und dem Vanillemark verquirlen und die Bestriche unbekanntes Zeichen in Zopfscheiben kurz in die Vanillemilch tauchen. Das Butterschmalz in einer Pfanne bei milder Hitze zerlassen und die armen Ritter auf beide Seiten goldgelb backen. Auf Küchenpapier abtropfen lassen, noch heiß in Zimtzucker wälzen und warm stellen. 5. Für die Birnen und Zwetschgen in einer Pfanne bei milder Hitze den Puh unbekanntes Zeichen der Zucker hell karamellisieren lassen. Die Vanilleschote der Länge nach auf unbekanntes Zeichen schneiden. Birnen und Zwetschgen mit Zimtstange, Vanilleschote, Ingwer und Orangenschale hinzufügen und darin anschwitzen. Den Portwein dazu gießen und etwas einköcheln lassen. Die Butter dazu geben, falls nötig, noch etwas Puderzucker darüber stäuben und die Gewürze wieder entfernen. 6. Die armen Ritter mit den gebratenen Birnen und Zwetschgen auf Dessert unbekanntes Zeichen Tälern anrichten und je eine Kugel Walnuss-Eiscreme daneben setzen. Gebackene Kapuziner. Zutaten: Für die Himbeeren: 250 Gramm Bofrost-Stern Himbeeren, 3 EL Zucker, 4 Kugeln Bofrost-Stern Eisträumereien verpurten Eierlikörsahne. Für die Soße: 50 Gramm Kristallzucker, 1 Zimtstange, 3 angedrückte Kardamomkapseln, Mark von 1/2 Vanilleschote, 1 MSP. Abgeriebene unbehandelte Orangenschale, 50 ml Weißwein, 100 ml Orangensaft, 2 EL Rum. Für die Kapuziner: Fett zum Frittieren, 120 Gramm geriebene Haselnüsse, 75 Gramm Toastbrot, 45 Gramm weiche Butter, 3 Eigelbsalz, 1 MSP. Vanillemark Zimtpulver je 1 MSP. Abgeriebene unbehandelte Zitronen- und Orangenschale, 3 Eiweiß, 45 Gramm Zucker. Die gefrorenen Himbeeren bei Zimmertemperatur 30 Minuten auftauen lassen.
für die Soße den Zucker mit der Zimtstängel, dem Kardamom, dem Vanillemark, der Orangenschale, dem Weißwein und dem Orangensaft auf Co. unbekanntes Zeichenchen, durch ein Sieb gießen und den Rum hinzufügen. 2. Für die Kapuziner das Fett in einer Fritteuse oder einem Topf erhitzen. Die Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fettteil rösten und abkühlen lassen. Das Toastbrot zerkleinern und in einem Blitzhacker zu bröseln mixen. 3. Die Butter mit den Eigelben, einer Prise Salz, Vanillemark, ein Prisen Zimtpul unbekanntes Zeichen Fair, Zitronen und Orangenschale schaumig. Rühren und die Toastbrotbrösel unterrühren. 4. Das Eiweiß mit dem Zucker zu cremigem Schnee schlagen und mit den Haselnüssen unter die Buttermasse ziehen. 5. Mit einem nassen Esslöffel aus der Masse 12 Noppen formen, im heißen Fett etwa 4 bis 5 Minuten goldbraun backen und auf Küchenpapier Abtrieb unbekanntes Zeichen fehlen lassen. 6. Die Noppen in eine Auflaufform setzen und mit der Soße nach und nach betrüffeln, dabei mehrmals wenden. Bis zur weiteren Verwendung bei 70 bis 80 Grad Celsius warm halten. 7. Die aufgetauten Himbeeren mit 3 Esslöffel Zucker in einem Topf bei milder Hitze vorsichtig erwärmen. 8. Die 3 gebackene Kapuziner mit den heißen Himbeeren und je eine Kugel Eisträume Reihen verpoorten Eierlikörsahne auf Desserttellern anrichten. Kokos Panna Cotta. FÜR 4 Personen Zubereitungszeit Doppelpunkt 40 Minuten Kühlzeit, 2 Stunden Aufwand. HZ. Zutaten für die Panna Cotta, 300 Gramm Kokosmilchmark von einem Vanilleschote 3 Esslöffel Zucker 3 Blatt gelatine 150 Gramm Sahne. Für die Heidelbeeren, 150 Gramm Bofroststern Heidelbeeren 1 bis 2 Esslöffel Zucker Zitronensaft Puderzucker zum Abschmecken. Für die Panna Cotta die Kokosmilch mit dem Vanillemark und dem Zucker in einem Topf aufkochen lassen und vom Herd nehmen. Die Gelatine in kahl unbekanntes Zeichen dem Wasser einweichen, ausdrücken, in der heißen Kokosmilch auflösen und abkühlen lassen, bis die Masse zu gelieren beginnt. Falls nötig, 5 bis 10 Mi unbekanntes Zeichen Natten in den Kühlschrank stellen. 2. Die Sahne halb steif schlagen und unter die Kokosmilch heben. Die Panna Cotta in 4 Portionsförmchen von je 150 ml Fassungsvermögen füllen und im Kühlschrank mindestens 2 Stunden kalt stellen. Die Heidelbeeren 15 Minuten bei Zimmertemperatur auftauen lassen. 1/3 der Heidelbeeren mit dem Zucker mixen und durch ein Sieb 3 unbekanntes Zeichenchen. Mit einigen Tropfen Zitronensaft und etwas Puderzucker abschmecken und mit den restlichen Heidelbeeren vermischen. 4. Die Förmchen in heißes Wasser tauchen und die Panna Cotta auf Teller stürzen. Mit den marinierten Heidelbeeren garnieren. Sauerrahmkuchen. Sauerrahmkuchen mit Himbeeren. FÜR 1 Springform I Zubereitungszeit. 20 Minuten I Backzeit. 40 Minuten Aufwand, i.rk. Zutaten. Für den Teig, 175 Gramm Mehl 2 TL Backpulver 100 Gramm Zucker 100 ml Orangensaft 80 ml neutrales Öl 2 Eier 1 TL Vanillezucker 1 TL abgeriebene unbehandelte Orangenschale weiche Butter und Mehl für die Form 250 Gramm Bofroststern Himbeeren. Für den Belag. 50 Gramm Puderzucker 250 Gramm saure Sahne, 10% Fett, 600 Gramm Sahne 2 Esslöffel Zucker 1/4 TL Zimtpulver. 1. Für den Teig den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Mehl und Backpulver sieden und mit dem Zucker mischen. Orangensaft, Öl, Eier, Vanillezucker und Orangenschale hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verrühren. 2. Eine Springform von 28 cm Durchmesser mit Butter einfetten und mit Mehl bestäuben. Den Teig gleichmäßig darin verteilen, die gefrorenen Hiem unbekanntes Zeichen während darauf verteilen und im Backofen etwa 40 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. 3. Für den Belag den Puderzucker sieben und mit der sauren Sahne gut fair unbekanntes Zeichen rühren. Die Sahne steif schlagen und unter die saure Sahne heben. Auf den Teig streichen. Zucker und Zimt vermischen und gleichmäßig auf die Sahne streuen.
einen Tag im Kühlschrank zugedeckt durchziehen lassen. 4. Den Kuchen vorsichtig aus der Form lösen und mit einem Messer, das zwischendurch in heißes Wasser getaucht wird, in Portionsstücke schneiden. Scheiterhaufen. Mit Rumsahne. FÜR 6 bis 8 Personen i Vorbereitungszeit, 50 Minuten i Backzeit, 70 Minuten i Aufwand. 1. Für den Scheiterhaufen die Milch, die Sahne, die Eier mit dem Zucker, dem Rum, dem Vanillemark und der Zitronenschale mit dem Stabmixer fair unbekanntes Zeichen rühren und durch ein Sieb gießen. Den Backofen auf 170 Grad Celsius vorheizen. 2. Die Hefezöpfe in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. In einer Pfanne bei milder Hitze 130 Gramm Butter zerlassen und die Scheiben nacheinander gold unbekanntes Zeichen gelb braten, dabei die Pfanne zwischendurch auswischen. 3. Die Äpfel schälen, entkernen und in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Zucker und Zimt vermischen. Die Äpfel 2 bis 3 Minuten bei milder Hitze in der restlichen Butter mit dem Zimt, Zucker und Zitronensaft auf beiden Seiten unbekanntes Zeichen hin braten. 4. Eine Kastenkuchenform von 30 cm Länge oder eine große Auflaufform einfetten und mit Backpapier auslegen. 5. Die Hefezopfscheiben mit den Apfelscheiben und Rosinen abwech unbekanntes Zeichen selend dachziegelartig in die Kastenkuchenform oder die Auflaufform schich unbekanntes Zeichen hin. Dabei mit den Zopfscheiben beginnen und damit abschließen, dann die oberste Schicht mit der Eiermilch begießen, bis alles aufgesaugt ist. Auf ein Backblech setzen und etwa 60 bis 70 Minuten im Ofen backen, herausnehmen unbekanntes Zeichen nehmen, etwas abkühlen lassen und stürzen. 6. Die Himbeeren 30 Minuten zugedeckt bei Zimmertemperatur auftauen lassen. Für die Rumsahne Sahne und Puderzucker zu einer sämigen Soße schlagen und den Rum hinzufügen. Bis zur weiteren Verwendung kalt stehlen unbekanntes Zeichen lehnen. Aufgetaute Himbeeren und Zucker mit dem Stabmixer pürieren, durch ein Sieb streichen und mit dem Zitronensaft abschmecken. 7. Den warmen Scheiterhaufen in Scheiben schneiden und auf Teller legen, etwas Rumsahne außen herumziehen, ein paar Tupfen Himbeermark auf die Sahne setzen und mit dem dicken Ende eines Schaschlikspießes durch die Mitte der Fruchtmarkpunkte ziehen, so dass eine Art Herzchenmuster. Karamell-Cappuccino mit Orangenmilchschorren. FÜR 4 Personen Zubereitungszeit, 15 Minuten einer Aufwand, Stern. Zutaten 1/2 Vanilleschote 1/8 i Milch ein kleines Stück unbehandelte Orangenschale 4 Tassen warme Espresso 1 bis 2 TL Orangenlikör 4 Kugeln Bofrost Stern Eisträumereien Karamell Sahne gemahlener Kardamom zum Bestäuben, ersatzweise Zimtpulver, 1 die Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen und mit der Milch und der Orangenschale in einem Topf erhitzen. 5 Minuten ziehen lassen, die unbekanntes Zeichen Würze wieder entfernen und die Milch warm halten. 2 den Espresso jeweils mit einigen Tropfen Orangenlikör in 4 Cappuccino-Tassen füllen und je eine Kugel Karamelleis hinzufügen. Die Milch mit einem Milchschäumer oder dem Stabmixer zu Schaum schlagen, jeweils etwas Schaum über das Eis ziehen und mit Kardamom bestreuen. Für den Orangenmilchschaum sollte die Milch zwar heiß sein, aber ...1...er nicht kochen, damit sie sich schön schaumig aufschlagen lässt.